Hui, endlich wird es spannend. Bist du mit dabei? Wir gehen einem Krimi auf den Grund. Warum wird ein Polizeileutnant erschossen? Und warum gestaltet sich das Auffinden des Mörders etwas schwieriger? Und wäre da nicht noch... Ach, hör und sieh selbst. Let's go! Der Kriminalroman Der Richter und sein Henker wurde vom Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt verfasst und erschien in den Jahren 1950 bis 1951 in der Zeitschrift Der Schweizerische Beobachter, bevor er 1952 schließlich in Buchform veröffentlicht wurde. Der Roman spielt in Bern und dem umliegenden dörflichen Gebiet um Twann und Lamboing. Der Dorfpolizist Alfons Klenin entdeckt in der Nähe des Dorfes Lamboing eine Leiche in einem blauen Mercedes. Es handelt sich um Ulrich Schmid, einem Polizeileutnant aus Bern, der offenbar erschossen wurde. Der Fall wird Hans Berlach übertragen, einem älteren, kränklichen Kommissär, der Schmids Vorgesetzter war. Berlach ordnet an, den Fall geheim zu halten und nimmt zügig die Ermittlungen auf. Aus Schmids Zimmer verschafft er sich eine Mappe mit Unterlagen. Seinem Vorgesetzten Dr. Lucius Lutz berichtet er, dass er bereits einen Verdächtigen im Visier habe, jedoch keine genauere Auskunft darüber geben möchte. Da er an einer Magenkrankheit leidet, bittet er Lutz, ihm den Kriminalbeamten Chanz als Unterstützung zur Seite zu stellen. Noch bevor Chanz aus dem Urlaub eintrifft, untersucht Berlach den Tatort und findet eine Revolverkugel, mit der Schmid erschossen wurde. Im Büro tauschen sich schließlich Berlach und Chanz über den Fall aus. Berlach berichtet, dass Schmid den Täter vermutlich gekannt habe, da er sonst die Wagentüre nicht geöffnet hätte. Chanz erklärt, er habe in Schmids Kalender einige Tage mit dem Eintrag G gefunden, so auch an seinem Todestag. Von Schmids Freundin Anna erfährt Chanz, dass Schmid an jedem dieser Tage das Haus im Anzug verlassen hat. Er vermutet, Schmid sei nach Lamboing gefahren, also beschließen die beiden, nachts nach Lamboing zu fahren. Auf dem Weg begegnen ihnen einige Limousinen und sie beschließen, diesen zu folgen. Sie gelangen zu einem abgelegenen Haus. Chanz erklärt, es handle sich um das Haus Gastmanns. Als die beiden heimlich um das Haus schleichen, wird Berlach von einem sehr großen Hund angegriffen. Chanz erschießt das Tier in letzter Sekunde mit seinem Revolver. Doch der laute Schuss bleibt nicht unbemerkt. Nationalrat und Oberst von Schwendi und Gastmanns Advokat stellen die beiden zur Rede. Als Berlach vom Fall Schmid berichtet, willigen die beiden ein, Gastmann zu unterrichten. Berlach und Chanz verabreden sich in einem Wirtshaus. Als Berlach jedoch nicht erscheint, beschließt Chanz, den Heimweg anzutreten. Genau am Fundort der Leiche begegnet Chanz einer Person, die den Wagen stoppt. Es ist Berlach. Chanz fühlt sich sichtlich unwohl. Zu Hause angekommen, befreit Berlach seinen Arm von dicken Tüchern, die ihn vor dem Hundeangriff geschützt haben. Von Schwendi erreicht empört das Büro und bittet Lutz in einem Privatgespräch, die Ermittlungen gegen Gastmann einzustellen. Von Schwendi erzählt, dass Schmid an den Treffen bei Gastmann teilgenommen habe, sich jedoch als Dr. Prantl ausgegeben habe. Er vermutet einen Spion in Schmid. Da die Treffen bei Gastmann äußerst diskret sind, sind polizeiliche Ermittlungen nicht erwünscht. Lutz gesteht seine Unwissenheit und betont, dass man Gastmann in Ruhe lassen werde. Die Beerdigung von Schmid, an der Berlach und Lutz teilnehmen, wird von zwei betrunkenen Männern unterbrochen, die einen Kranz mit der Aufschrift »Unserem lieben Dr. Prantl« tragen. Zu Hause angekommen, bemerkt Berlach einen Eindringling, der in Schmids Mappe blättert. Es ist Gastmann. Aus dem Gespräch geht hervor, dass sich die beiden seit 40 Jahren kennen. Damals hat Gastmann mit Berlach eine Wette abgeschlossen, dass es Verbrechen gibt, die nicht nachzuweisen seien. Seither versucht Berlach, Gastmann den Mord an einem Mann nachzuweisen. Gastmann weiß über Berlachs Krankheit und betont, er müsse sich beeilen, denn werde er jetzt operiert, bleibe ihm noch ein Jahr für den Nachweis des Verbrechens. Mit Schmids Mappe, die die benötigten Beweise gegen Gastmann liefern, verlässt Gastmann das Haus. Nach einem wenig förderlichen Besuch bei einem Schriftsteller versucht Chanz, Berlach davon zu überzeugen, Gastmann als nächstes zu befragen. Doch Berlach lehnt dies ab. Währenddessen verschlimmern sich Berlachs Magenschmerzen. Sein Arzt betont, er müsse sofort operiert werden, da er sonst sterbe. Gastmann taucht erneut bei Berlach auf.
Da Gastmann Schmieds Mappe entwendet hat und Berlach die Verbrechen somit nicht mehr nachweisen kann, schwört er, dass er Gastmann für den Mord an Schmied belangen wird, wohlwissend, dass er gar nicht der Mörder ist. Hierfür werde er Gastmann einen Henker schenken. Am nächsten Tag fährt Chanz zu Gastmann, um ihn zu stellen. Überrascht glaubt Gastmann, den Henker Berlachs anzutreffen. Einer der Diener Gastmanns schießt auf Chanz, woraufhin dieser in scheinbarer Notwehr die drei Männer erschießt, Gastmann und seine beiden Diener. Zur Feier des Tages lädt Berlach Chanz zu einem Festessen ein. Berlach verrät, er wisse, dass Chanz der Mörder Schmied sei. Er selbst habe Schmied, den erfolgreichsten Polizisten, auf Gastmann angesetzt, um Beweise zu sammeln. Chanz erfuhr davon, er schoss Schmied, um den Fall für sich zu gewinnen. Die einzige Möglichkeit, die Berlach nun blieb, um Gastmann für sein Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, war es, Chanz als Gastmanns Henker zu instrumentalisieren. Dies war deshalb so leicht, da Chanz Gastmann um jeden Preis aus dem Weg räumen würde, um von sich als Täter abzulenken. Die Revolverkugel, mit der Chanz den Hund erschoss, lieferte den tragenden Beweis. Berlach verabschiedet sich von Chanz, der noch in der gleichen Nacht mit dem Auto unter einen Zug gerät und stirbt. Am Ende des Romans beschließt Berlach, sich doch operieren zu lassen. Ende gut, alles gut? Schreib deine Gedanken zu diesem Werk gerne in die Kommentare. Mehr literarische Weltgeschichte entdeckst du hier links in diesem Video oder in unserer großen Literatur-Playlist. Abonnieren und Video an Freunde teilen freut alle Literaten sehr. Also, bis bald und ciao!